Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe ja vor einiger Zeit schon mal eine kleine Buchrezension zu Stephen Kings S gemacht. Und damals habe ich ja wirklich regelrecht von diesem Buch geschwärmt. Und ich finde es immer noch mega genial. Ich erinnere mich gerne noch an die Zeit zurück, wo ich dieses Buch gelesen habe und einfach komplett davon fasziniert war. Und damals hatte ich aber noch nicht den Film gesehen. Ich habe mich so ein bisschen geweigert. Und jetzt habe ich ihn gesehen und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es bereuen soll oder nicht. Weil der Film war schon als Film ganz gut, aber er war halt einfach komplett anders als das Buch und deswegen würde ich im Fazit sagen, ja, der Film war als Film gut, aber nicht als Buchverfilmung. Also finde ich, muss man den Film nicht sehen, man kann ihn sehen, muss man aber nicht. Seitdem habe ich noch weitere Bücher von Stephen King gelesen, eine komplette Trilogie von Mr. Mercedes, also Mr. Mercedes, Finderlohn und Mind Control und wow, ich bin absolut geflasht von dieser Reihe, weil die ist einfach absolut genial. Es geht darin nicht jetzt um Grusel oder Horror oder so. Es ist eigentlich ein Krimi mit Thriller-Elementen, aber es ist einfach absolut nicht herkömmlich. Es ist einfach klassischer Stephen King, absolut spannend gegen Ende immer auf jeden Fall. Und boom, einfach nur Psycho und man denkt sich die ganze Zeit, ich will unbedingt weiterlesen. Absolut genial, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir für Mr. Mercedes, die ganze Bill Hodges-Trilogie auf jeden Fall. Und jetzt zuletzt habe ich noch einen weiteren Klassiker von Stephen King gelesen. Es ist Friedhof der Kuscheltiere, wo auch mittlerweile eine Neuverfilmung erschienen ist. Und ja, ich habe auch die Neuverfilmung gesehen, die alten Filme nicht, die Neuverfilmung gesehen und das Buch gelesen. Und ich werde mich jetzt trotzdem auf das Buch hier wieder konzentrieren, weil ich fand das Buch auf jeden Fall wieder um Welten besser. Aber ich sage nachher auf jeden Fall auch nochmal was zu dem Film. So, in dem Buch geht es um eine kleine Familie, Vater, Mutter, 5-jährige Tochter und 2-jähriger Sohn. Und die ziehen in einen neuen Ort, einen kleinen Ort namens Ludlow, in ein Haus, was auf einem Grundstück steht, zu dem ein riesiger Wald gehört. Also wirklich gefühlt ein riesiger Wald gehört dazu. Und sie finden ziemlich schnell heraus, in diesem Wald gibt es einen Tierfriedhof, auf dem seit Jahrhunderten die Kinder des Dorfes traditionell ihre toten Haustiere begraben. Und als dann der Familienkater stirbt, wird der Vater der Familie von dem Nachbarn Judd Crandall eingewiesen, dass es hinter diesem Tierfriedhof noch einen alten Indianerfriedhof gibt. Und wenn man dort sein Tier vergräbt, wird es sogar zum Leben zurückkommen. Und der Vater begräbt natürlich den Kater der Tochter, damit sie nicht traurig ist. Sie weiß es noch gar nicht und der Kater kommt zurück. Aber er ist anders als zuvor. Und ziemlich schnell stellt sich die Frage, ist das eigentlich auch mit Menschen möglich? Also wenn man da einen Menschen begräbt, steht er dann auch von den Toten auf und boom! Ich werde nicht weiter verraten, weil ich will natürlich hier niemanden spoilern, aber dieses Buch war einfach wieder absolut genial. Ich fand, es ist nicht einfach nur ein Horror- oder Thriller-Buch gewesen, sondern einfach so viel mehr. Ich fand es sehr tiefgründig, weil es einfach sehr tiefgründige Themen wie den Tod behandelt. Ja, wie gehe ich damit jetzt um? Wie bringe ich Kinder an das Thema Tod zum Beispiel ran? Und dann aber auch, was ist nach dem Tod? Also wie geht das Leben nach dem Tod weiter? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und wäre es gut, wenn man von den Toten auferstehen könnte? Wäre ein ewiges Leben wünschenswert? Und so weiter und so weiter. Und das alles ist eben in einer super packenden, spannenden Handlung verpackt. Ich muss wieder dazu sagen, es ist einfach, ja, wie bei S, einfach unfassbar gut von Stephen King beschrieben. Er hatte einfach ein unfassbares Talent, die Gefühle und die Gedanken und die Szenen zu beschreiben, dass du einfach genau diese Problematik, die Tiefgründigkeit dahinter verstehst und einfach komplett gefesselt bist. Es passiert wie bei S nicht viel. Bei S war das ja der Hammer, das waren 1500 Seiten, auf denen echt nicht viel passiert ist. Und jetzt bei Friedhof der Kuscheltiere waren es 500 Seiten nur. Und es ist auch da nicht viel passiert. Aber dennoch warst du die ganze Zeit gespannt. Du wolltest die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht und wie denn jetzt nochmal das Ende ist. Du warst die ganze Zeit auf das Ende gespannt. Und boom, das Ende ist genial. Und das ganze Buch ist genial. Also, absolute Kaufempfehlung auch von mir für Friedhof der Kuscheltiere. So, und wenn euch jetzt noch interessiert, was meine Meinung zum neuen Film ist und zum Ende vom Buch mit Spoilern,
dann kann ich euch dieses Video hier empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier verlinken kann. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Notfalls ist es in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch sehr viel Spaß beim Lesen und beim Filmschauen eventuell. Und ich wünsche euch insgesamt mit Stephen King Büchern verdammt viel Spaß. Ich bin gerade richtig im Hype. Ich werde noch so viel von Stephen King lesen, glaube ich. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Ciao.